Und herzlich willkommen zurück. So, unser Tantchen ist jetzt zurück ins Hütchen gegangen und die wollte sich ja jetzt so einen Trank brauen. Ja, und wir wollen mal schauen, ob der geholfen hat. Und ich glaube, irgendwas wollte sie uns noch verkaufen. Schauen wir da einfach mal hin. Guck mal, da hinten läuft sie noch. Da, so, hast du gesehen? Da, ein Bein hakt da hinten noch hinterher. Hast du gesehen, ne? So, okay. Los geht's. Ich will auch noch gar nicht so viel auf dieser Insel hier machen, weil ich ja eigentlich wieder zur Donnerinsel zurück möchte, um die Magie da zu lernen, weißt du? Und dazu, glaube ich, brauchten wir das Okay vom Oberpiraten hier, vom Piraten. So, Emma, da bin ich wieder. Kannst du mir etwas beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was möchtest du wissen? Dafür bin ich nicht gut genug. Ja, war ja klar. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Sicher, sieh dich nur gut um. Piratenanhänger, Kreole. Einschüchtern, Silberzunge, minus 10, einschüchtern, Taschendiebstahl. Schädelamulett, Eisenring. Einschüchtern 5. Trank der Ehrfurcht. Ach, nee, jetzt. Nee, noch nicht, würde ich sagen. Papageienflug haben wir. Fluch der Schwäche. Nee, 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 nee. Aber weißt du was? Ich habe gesehen, wir können ja noch was verkaufen. Die könnten wir verkaufen. Und die Schattenklinge, die können wir verkaufen. Schrotpistole, ja, die weiß ich nicht. Warte mal, die macht 40 Schaden. Die lode ich mal noch drin. Muck des Kriegers. Das lasse ich auch noch drin, ne? Unser Sippelzeug auch. Perlen. Silberbecher. Hauen wir mal weg. Schatullen lasse ich noch. Das hauen wir auch mal weg. Das lasse ich auch noch. Das Wissen, das behalten wir. Katze. Ein Horn. Warzenschwein. Da hauen wir mal weg. Jaguarfell, hauen wir auch weg. Das lasse ich noch drinnen. Das lasse ich noch drinnen. Den Topf lasse ich noch drin. Schädel, Gabel haben wir nur eine. Krug ein, Löffel ein, Messer ein, Schreibfeder lassen wir noch drinnen. Meißel, Pfeife, Besen. So, Pfeife lassen wir auch noch eine drinnen. Meißel ein. Ich weiß ja nicht, ob wir noch einen brauchen. Handel akzeptieren. Jawohl. Und Tschüssikowski. Gut. So. Wie gesagt, ich möchte hier noch gar nicht so viel machen. Außer, dass wir hier die ollen Köter noch umbringen. Ich glaube, hier hinten müssten noch welche sein. Genau, da hinten sind noch welche. Die hauen wir noch kaputt. Drei gleich. Wie sollst du mich kennenlernen? Mensch, ei, geht das schon wieder los hier. Hey, pass darauf, wo du hintrittst. Ja, Warum Entschuldigung. sollte ich? Warum wohl? Ist gefährlich hier. Hallo Paddy, grüße dich. Ich spiele Risen 3. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Ei, wird deine Haut retten. Oh, Scarlett, die Braut vom Hafen, hat's auch schon erwischt.
Und Donovan hat auch die längste Zeit in seiner Bude gewohnt. War nichts mehr zu machen. Taschendiebstahl? Ich weiß nicht. Ich will mit dem noch gar nicht reden, weil ich will erst zu dem Oberpiraten hier, ne? Da wollte ich erst hinschauen, weil wie gesagt, erst brauchen wir ja die Zustimmung von dem. Siehst du den Pranger da? Ja, natürlich. Willst du nicht mal ausprobieren, ob er noch funktioniert? Du weißt schon, nur um sicherzugehen, dass er im Ernstfall nicht versagt. Guter Versuch. Ich hoffe, dein Tod ist langsam und schmerzvoll. Mendoza, du weißt wohl nicht, wie schlecht meine Klinge aus deinem scheiß Gesicht eitert, wa? Okay, kann man das. Ja, Risen 3 ist das. Der leider letzte Teil. So, den haben wir noch geplündert hier. Oh, guck an, hier liegt noch ein Teleportstein. Den nehmen wir natürlich noch mit. Jawohl. So, und wir gucken ganz schnell zum Piraten. Zum Oberpiraten. Bevor, aber erst nehmen wir noch die Maki-Beere mit. Haben wir hier noch was? Ja, da ist noch ein Blümelein, eine Feuerblume. Und noch ein Blutwurzel. Ne, Schlangenwurz. Echt? Gibt's auf Twitch nicht? Ne? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ja, ist ja schön, dass es mal irgendwas nicht gibt hier. Hahaha. Ach, da ist noch so ein Kackköter. Verdammtes Dämonengezücht! Ach, zwei gleich. Nimm dies! Nimm das! Nimm jenes! Und nimm noch mehr. Voll erwischt, jawohl. Schade, der Kampf war viel zu früh vorbei. Ja, hättest ja noch alleine schon mal hier machen können. Hast du hier rumgestanden? Die Köter waren noch hier, du Pfeife. So, hier ist noch eine Blutwurzel. Risen 3, Titan Lords. So, wo gibt es hier sonst noch außer dir noch? Was gibt es hier sonst noch außer dir und den Piraten? Ich meine, einen Dämonenjäger gesehen zu haben. Dämonenjäger? Ja, richtig. Er war ebenfalls auf dem Weg in die Stadt. Wenn du ihn treffen willst, würde ich mal in der Taverne nach ihm suchen. Oh, Keule. Keule mobbt mich hier schon wieder. Doch. Okay, womit handelst du genau? Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm, verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Dankeschön, Paddy. Schlösser knacken. Boah, plus 10? Ach, das können wir uns alles später holen. Komm, wir machen mal hier nochmal aus und dann Ende. Dann looten wir den hier noch. Ach, den kennen wir noch aus dem zweiten Teil. Der hatte ja die, die Pistole hier vom Büchsenmacher. Die hat er ja nicht rausgerückt. Aber, nee, ich gehe da noch nicht ins Haus. Ich will erst nach oben, ich will das hier fertig machen, damit wir wieder zurück können auf die Donnerinsel. So, hier ist der Oberpirat Alvarez. Aber warte mal, bevor wir, schlürfen wir noch ein bisschen Wasser. Und dann gehen wir mal ins Häuschen. Hier liegt noch eine Voodoo-Puppe rum. Was für eine mickrige Hütte für einen Piratenanführer. Mendoza, du kleiner Stricher. So, was haben wir hier noch? Und da noch? Da ist nichts. Erstmal räumen wir den die Bude aus. Und dann reden wir mit dem. Guck mal, hier ist noch eine. Ach, da können wir noch nicht ran. Sind wir noch nicht gut genug?
Fingerknochen. Sein Schuldenberg vertrieb ihn aus Antigua. An seinem letzten Abend erzählte er jedem, dass er eine vergoldete Kugel gefunden hätte und nach Taranis aufbrechen würde. Als er zurückkam, hatte er einen riesigen Sack voll Gold. Bist du für einer? Antigua geht den Bach runter. Aha. Antigua geht den Bach runter. Antigua geht den Bach runter. Du wiederholst dich. Okay, gucken wir mal, was können wir hier oben noch klauen? Hier noch was? Der große Murray oder so ähnlich. Piraten- was machst du da? Ich klaue, das siehst du doch. Ich klau dir sogar deine Hosentasche leer, du Schnauzbart, du. Außerdem habe ich hier einen Geist dabei, du solltest dich gruseln. Okay, so, warte mal, jetzt hat gerade mein Handy hier zwipscht hier. Hier zwipscht. Okay, gut. So, jetzt gehen wir raus zu Alvarez. Und reden wir mit dem. Na endlich, wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Ja, seit 3 Tagen räume ich schon deine Bude aus. Es ist nichts mehr drin, ich muss mal reingucken. Ach ja, du bist bestimmt der Boss hier, richtig? Lass den Unsinn. Wo warst du? Auf Schatzsuche, an der Krabbenküste. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten wir besprechen alles weitere drinnen. Komm mit, du musst mir alles ganz genau erzählen. Eine Höhle aus Fels? Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde, getrieben von der Macht des Schattenreichs. Am Ende der Höhle stand ein Portal aus reinstem Kristall. Die Schattenwesen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen liegt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Es ist fast so, als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Jetzt frage ich mich doch ernsthaft, wie Bones jetzt hierher kommt. Er ist doch gar nicht mitgekommen mit uns. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Geisterschiffe? Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich habe es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Ja. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten. Na schön, Höllenhunde sind genau mein Ding. Na schön, Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Biester haben sich fast überall eingenistet. Haben wir die nicht schon alle was gemacht? Wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Am Strand im Osten der Stadt kämpft Emma mit den Biestern. In Flints Lagerhaus würde ich nachsehen. Und auch auf dem Blutschwurplatz, wo Zack im Moment Patrouille läuft. Schau auch mal auf dem Marktplatz und bei Grace in der Schmiede vorbei. Naja, und auf dem Weg in die Stadt vom Weststrand her habe ich auch ein paar Biester gesehen. Miss Carter, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Bettchen liegen ist super. Okay.
So, wie schlimm sind die Verluste durch die hellen Hunde, die weißen, weißt du, die ganzen hellen Hunde? Wie schlimm sind die Verluste durch die hellen Hunde? Was soll ich dir sagen? Ich habe bisher nur die Leiche des Büchsenmachers Donovan unten auf dem großen Platz gesehen. Wer überhaupt noch lebt, kann ich nur vermuten. Am besten du beeilst dich und hilfst ihnen, bevor es sie alle erwischt hat. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Ja, das haben wir in der Tat. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Am Oststrand waren zwei. Mistviecher. Gut gemacht. Donovans Mörder sind Geschichte. Ein tragischer Verlust. Er war der beste Büchsenmacher, den ich je gekannt habe. Ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Und? Sind sie tot? Selbstverständlich. Wunderbar. Gute Arbeit. Jo, das bringt uns ein bisschen Gold ein und richtig viel Ruhm. Das ist gut. Der Blutschwurplatz ist sauber. Gut. Die Biester haben mich am meisten gestört. Und das Lagerhaus? Das Lagerhaus ist ausgeräumt. Was denn? Im Lagerhaus waren sie auch? Boah, das hätte ins Auge gehen können. Boah. Gute Arbeit. Ich denke, das war's. Ich denke, das war's. Deine Stadt ist gesäubert. Sehr gut, mein Junge. Ich dachte schon, das war's jetzt mit meiner schönen Hafenstadt. Ja, wäre schade drum. Genau. Und darum müssen wir sie wieder aufbauen. Das klingt, als hättest du einen Plan. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen frisches Blut. Wir sind sicher nicht die einzige Gemeinschaft, die ums Überleben kämpft. Wir müssen die anderen dort draußen zu einer Allianz mit uns bewegen. Genieß dein Dasein, solange du noch kannst. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Deine Seele gehört bald mir. Die wunderschöne Stadt Antigua, wo Jungfrauen verkauft und Piratenlebern der letzte Schluck gegönnt wird. Ich dachte, die Insel heißt Antigua. Die Stadt auch. Das ist Antigua auf Antigua. Frag lieber nicht. So, heute habe ich einen Ausflug gemacht. Also, ist der Schäferhund jetzt hinterhergekommen, als du da ausgeritten bist? Ist ja süß. Ist ja niedlich. Und wie lange warst du unterwegs, Miss Carter? So, was jetzt? Warte mal. Wo ist jetzt Alvarez hier? Wie steht's jetzt mit Ausrüstung? Alles, was ich dir geben kann, ist dies hier. Das ist alles? Was erwartest du? Wir leben in schweren Zeiten. Komm schon. Na gut. Hier hast du noch was. Aber wenn du noch mehr willst, dann musst du schon mehr dafür vorweisen, als ein paar Höllenhunde, klar? Klar. 2 Stunden? Oh, ist ja cool. Oh, Entschuldigung. So, eine Allianz mit dem... Das klingt nach einer großen Aufgabe. So, warte mal. Eine Allianz? Mit dem Piratenhauptquartier Antigua? Warum denn nicht? Waren wir es nicht, die die Welt vor der sicheren Vernichtung durch die Titanen retteten? Sind wir es nicht gewesen, die bis zum großen Kampf gegen Mara noch auf den Meeren segelten? Wir? Was genau meinst du mit wir? Na schön, zugegeben. Die anderen Gilden waren auch nicht untätig. Umso wichtiger ist es, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Das ist es auch. Das Schlimmste wird sein, vorerst Ruhe zu bewahren. Wir dürfen uns nicht schon in den ersten Scharmützeln gegen Crow und seine Flotte aufreiben. Du bist jetzt unser bester Mann. Du wirst für uns alle sprechen. Du wirst die Kapitäne der Schiffe der anderen Gemeinschaften in unseren Hafen führen. So lange, bis wir genug Schlagkraft gegen die Flotte der Geisterschiffe dieses verdammten abtrünnigen Crow versammelt haben. Erst dann werden wir zum Gegenschlag ausholen. Tja, okay. Okay, ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz mit Antigua überreden. Gut so. Ich werde unsere Stadt auf die neuen Besucher vorbereiten.
mögen sie zahlreich sein und mit ihrer Kampfkraft unseren Hafen verteidigen. Und wenn du schon einmal dabei bist, dann schließe dich gleich einer ihrer Gemeinschaften an. Wir können dabei nur von ihren Stärken profitieren. Jo, okay. Paddy und Miss Carter, wie ist denn das? Der Stream läuft flüssig bei euch? Ist das okay? Ja, auf deren Hof, ja, wir müssen das halt wegmachen. Ist ja süß. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Was ist mit dir? Kannst du nicht auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Das letzte Schiff, was längere Zeit in meinem Hafen vor Anker lag, war der Kahn von Captain Morgan. Morgan? Du redest von Slanes Schiff? Morgan war doch nur sein Steuermann. Tja, nach Slanes Ableben ergriff er das Kommando an Bord des Schiffes. Seitdem streift er über die Meere und plündert und brandschatzt alles, was ihm vor die Kanonen kommt. Ah, super. Danke dir, Miss Carter. Welche Gemeinschaften stehen für dich auf der Liste? Der Rat der Kapitäne ist geschwächt. Wir können hier jeden gebrauchen, der ein Schiff hat und es führen kann. Da mache ich keinen Unterschied zwischen einem keulenschwingenden Eingeborenen oder einem bücherlesenden Magier. Solange sie nur genug Mumm in den Knochen haben, um unsere Sache zu unterstützen und sich gegen Crow und seine Geisterschiffe zu stellen. Verstehe. Verstehe. Na, große Klasse. So, vielleicht sollte man morgen zurückpfeifen. Vielleicht sollte man morgen zurückpfeifen. Er und die alte Crew von Slane wären doch bestimmt eine Bereicherung für unsere Sache. Ach, das schlag dir mal aus dem Kopf, mein Junge. Seit morgen Blut geleckt hat, ist er nicht mehr zu halten. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Wir werden sehen. So schnell schreibe ich ein so tolles Schiff nicht ab. Wie du meinst. Ich muss mir das ja nicht ansehen, wie ihr euch beide aufreibt. Jo, wo kann man denn morgen finden? Wo kann ich morgen finden? Er ist irgendwo da draußen mit seinem Kahn. Wahrscheinlich wird er dich zuerst finden. Na, große Klasse. So, ein Augenblick, das geht gleich weiter. Gleich geht's weiter. Freunde der Nacht. Ja, Miss Carter, machst du jeden Tag jetzt einen Reitausflug oder wie ist das? Kannst du da jeden Tag dann reiten, wie du jetzt Lust und Zeit hast? So, gleich geht's weiter, einen Moment. Ah, okay. Und du kannst dann ausreiten, so oft du willst, oder? Oder kostet da jede Reitstunde richtig Geld? Ich kenne mich da gar nicht so mit aus. So, warte mal. Ach, waren wir hier schon fertig mit dem jetzt, hier mit Alvarez? Wir brauchen die Okay, gut. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zurück zur Donnerinsel. Wollen wir nochmal mit dem, na, wie hieß er? Ich hab's vergessen. Ah, du weißt schon mit wem, ne? So, Ruderbötchen an Bord. Okay, Steuer in See stechen. Antigua, Takarigua, unsere Diebe. Wo waren das jetzt? Taranis? War das Taranis? Kila? Ja, Taranis, ne? Okay. Fahren wir zurück.
Okay, Bonesi. Komm mit. Dann klar. Dann komm mal mit, Bonesi. Zum Pier. Ach, okay. Na, das ist ja cool, Miss Carter. Das ist ja cool. Vielleicht komme ich irgendwann mal auf dich zurück. Das müssen wir aber dann mal so privat muss ich da mit dir mal sprechen. Wenn du sowas schon machst hier, Kinderbetreuung. So, ich lege mich mal hin. Vielleicht treffen wir jetzt Captain Stahlbart. Da ist er. Haben wir noch irgendwo Seelenstaub? Sieht nicht so aus. Ja, cool, würde mich freuen. Da müssen wir mal privat mal reden. Ich gebe dir mal meine TS-Adresse und dann können wir mal schnacken beide. So. Hallo Papa! Ich brauche deine Unterstützung im Kampf gegen das Schattenreich. Ich kann dir nicht helfen, mein Junge. Doch, das kannst du. Ich habe noch eine Chance, mein Leben zu retten. Dazu fehlen mir allerdings die Mittel. Aha, daher weht der Wind. Du hast es wohl auf mein Gold abgesehen, ja? Du hast mir zu Lebzeiten schon nichts hinterlassen. Wird langsam Zeit. Nun gut, also, was genau willst du von mir? Sag mir, wo du einen deiner Schätze vergraben hast. Ha! Alle Schätze, die ich hatte, wurden schon gefunden. Du lügst doch. Da muss doch noch irgendetwas sein. Ja, ja, ist ja gut. Es gibt eine Truhe auf einer kleinen Insel im Norden von Taranis. Darin sind die Geldbörsen aller schrägen Vögel, denen ich auf meiner Kaperfahrt im Jahre der großen Sternenkonjunktion begegnet bin. Das ist doch schon mal was. Ja, aber ich hau jetzt besser wieder ab, bevor du noch mehr aus mir herausquetschst. Leb wohl, mein Junge. Ich hoffe, du wirst dein Ziel erreichen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich hab noch so viel Fragen. Ja. Toller Papa. Wir hauen uns nochmal ins Bett. Bis zum nächsten Morgen. Und schnacken nochmal ganz kurz mit Bonesi. Was kann ich jetzt mit diesem schwarzen Herzen machen? Wie ich schon sagte, zeige es einem Schaman. Nur sie wissen, wie man deine Leiden damit lindern kann. Bis dahin sammle weiter schwarze Herzen. Du wirst sie brauchen. Die Schamanen haben damals genauso ein schwarzes Herz bei dir benutzt? Ja, es waren einige und sie sahen auch fast genauso aus. Eins davon habe ich sogar aufbewahrt. Man kann ja nie wissen. Du hast noch eins davon? Wo? Hör mal, ich brauche es vielleicht noch. Wo ist es? Okay, okay. Ich habe es in einer Kiste versteckt. Sie steht an einem geheimen Ort auf Takarigua. Ich zeige es dir auf deiner Karte. So, und hier hast du auch noch den Schlüssel dazu. Jetzt zufrieden? Jo, danke, Bonesi. Das ist ja cool, Miss Carter. Schade, können wir hier nicht sehen. Wir sind zu weit auseinander. So. So, wir huschen mal schnell nach oben. Ach, ich bin doch ein Trottel.
Ich muss ja hier rauf. So, warte mal, hier müssen wir drauf. Immer wieder stelle ich mich dahin und ich muss das gar nicht machen. So, jetzt ganz schnell zu, wie hieß er? Ah, hier der Oberaufseher hier hinten. Ah, der da. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Magnus. So, bring mir etwas bei. Kann er mir schon was bringen? Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Gegenangriff? Ich möchte lernen, wie ich Angriffe kontern kann. Bei einer ordentlichen Konterparade ist es wichtig, dass du fest stehst. Es nutzt dir nichts, eine Attacke zu blocken, wenn du dabei aus den Socken kippst. Ansonsten achte darauf, den Schwung des Schlages mit deiner eigenen Waffe umzulenken. Dies ist eine der wichtigsten Techniken, die du beherrschen solltest. So gut bin ich auch nicht. Okay, vereidige mich, ich will Wächter werden. Vereidige mich, ich will ein Wächter werden. Warte, du stehst vor der größten Entscheidung deines Lebens. Wenn du einmal den Dienst des Wächters antrittst, kannst du nicht mehr zurück. Es bedeutet, dass du bei keiner anderen Gemeinschaft mehr aufgenommen werden kannst. Bist du dir also ganz sicher, dass du ein Wächter sein willst? Ich bin mir sicher. Vereidige mich. Ich will ein Wächter werden. In Ordnung. Dann folge mir. Wir werden die Vereidigung in der Halle abhalten. Hohe Magier, es ist an der Zeit, ein neues Mitglied in unserer Mitte zu begrüßen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um einen neuen Kadetten zu vereidigen. Er hat sich als würdig erwiesen, den Dienst mit der Waffe und der Magie anzutreten. Bist du bereit, den Eid zu leisten, Abenteurer? Ich bin bereit. Gelobst du hier und jetzt, vor den Augen der ehrenwerten Magier, die Ziele und Gesetze der hohen Magier zu achten und zu befolgen, sie bei ihren Forschungen mit all deiner Kraft zu unterstützen, die Macht der Magie, die sie dir lehren, nicht für finstere Zwecke zu missbrauchen und die Menschheit vor der totalen Vernichtung durch die Titanen zu bewahren? Das gelobe ich. Dann sollst du von nun an der Gemeinschaft der Wächter angehören, Kadett. Sehr gut. Hiermit wirst du zum Dienst auf dem Schiff der Magier abgestellt. Melde dich bei Neron, dem Aufseher der Galeere im Hafen. Weggetreten, Kadett. Auf dich warten große Aufgaben. Wo ist denn... Sie dürfen die Braut küssen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich letztens... Das letzte Mal, als ich hier Risen gespielt habe, wo viel mehr erledigen musste, um dass ich hier Wächter werden durfte. Noch Fragen, Soldat? Noch weitere Aufträge, die erledigt werden müssen? Gut, dass du fragst, denn ich hätte da tatsächlich noch was. Euer Schiff da draußen. Fährt das auch mal aus? Auf dem Meer ist gerade die Hölle los. Dann ist es besser, dass es da bleibt, wo es jetzt ist. Was liegt als nächstes an? Wir Wächter haben dafür zu sorgen, dass das Lager sicher bleibt. Des Weiteren müssen wir den Reaktor zum Laufen kriegen. Erst wenn die Magier das Ding gestartet haben, können wir mit Gewissheit sagen, ob er auch die Insel schützen kann. So lange müssen wir mit allem rechnen und das Lager sichern. Erasmus ist der Magier, der sich um den Reaktor kümmert. Am besten hilfst du ihm dabei. Ich befürchte, alleine ist er damit überfordert. Jawohl, General. Weggetreten, Soldat. Wie kann ich bei euch aufsteigen? Glaub ja nicht, dass das so einfach wird. Wenn du ein wahrer Wächter werden willst, musst du dich erst unter Beweis stellen. Hör dich einfach mal im Lager um und mach dich nützlich.
Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann melde dich mal bei Ilva, Maurizio oder Gordon, dem Schmied. Wenn du wissen willst, wie es um dich im Lager steht, dann frag mich einfach. Ich habe da ein Problem mit meinem Geist. Und weiter? Ich hatte gehofft, dass die Magier mir helfen können. Was du brauchst, ist ein Heiler oder Druide oder sowas. Druide? Ja, ich hörte, dass einer von ihnen auf Kalador herumgeistert. Kennst du den Druiden? Nein. Danach fragst du besser die Leute in Kalador. Was für einen Auftrag hast du für mich? Pass auf, es geht um ein Relikt der Magier. Ein Prisma. Es wurde mir von den Magiern anvertraut, als ich General wurde. Ich habe es einem der Minenaufseher mitgegeben. Warum hast du es ihm mitgegeben? Ich hatte es ihnen mitgegeben, damit sie besser wertvolles Gestein finden können. Allerdings habe ich jetzt schon lange nichts mehr von meinem Prisma gehört. Ich will, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Okay. Wo soll ich nach dem Prisma suchen? Am besten schaust du dich mal bei den Minen um. Durchsuche einfach die Minenhütten. Es wird da hoffentlich noch irgendwo rumliegen. Also wir schauen mal, können wir denn? Wie viel haben wir denn? 15.000. Okay, jetzt haben wir noch 1700. Da können wir noch ein bisschen Magie machen. Die können wir nicht. Ja, da können wir noch machen. Okay, gut. So, Minen. Die Minen, die sind da hinten. Warte mal. Ich werde das mal als Quest nehmen. Guck mal, wie war denn das jetzt nochmal? Seekarte. Oh, hier. Wir sind jetzt auf Dingsbums. Min. Antigua. Aranes. Da sind wir jetzt. Haben wir das nicht schon fertig? Der Feinschmecker, das haben wir noch nicht fertig. Schatz, daran ist, haben wir noch nicht. Vergessener Tage, durchsucht die Minenhütten. Okay. Markiert. So, da müssen wir hin. So. Immer hier lang. Immer der Nase nach. Joho. Ja, ich rieche es schon. Haha. Okay. Ich glaube, das war die zweite Mine. Hier oben, die war nicht. Möchte ich sagen, wir müssen, glaube ich, hier lang. Irgendwo stolpert da nämlich einer umher, der das Prisma hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ewig lange gebraucht, um den zu finden. Ja, schön. Wir müssen hier unten lang. Dankeschön. Wir müssen hier unten lang. Und wieder mit dem Arsch wackelt beim Laufen, wa? Oh, ne, Junge. Und Sie? Oh, weißt du was? Ich werd mal die Klamotten wechseln. Der sieht ja. Lebensmantel, Ausrüstung, Beine, ja, Römer, Füße, ja. Superzunge 10, durch Superzunge, wie, was? Ja, die nehmen wir, diesen hier, da, ja. Guter Kapitänsmann. Was? Wie schnell wieder an.
So, warte mal. Da Attribute. Fähigkeiten. Sammlung. Was? Das wollen wir doch alles gar nicht. Ja, das ist mir klar, Miss Carter. Absolut. Rechte Hand. Noch ein Schleifer. Natürlich. Behalten wir drin. So, warte mal. Wir hatten doch. Mann, wir hatten doch noch so viele Ohrringe gehabt. Wo müssen das jetzt alles hin? Alles. So, okay. Die Pistole haben wir drin. Die macht 40 Schaden. So, stell den Helm wieder auf. Die Hose an. Die Stiefel an. Den Ohrring rein. Was haben wir hier? Schmuck des Kriegers. Taschendiebe minus 10. Nee, das nehmen wir nicht. Okay, reicht. Okay, so sieht er doch besser aus. So, und wir gucken mal, wo sich der Lümmel da rumtreibt. Warte mal, hier ist eine Höhle. Vielleicht. Oh, was ist mit ihm los hier? Hat er sich festgebackt? Nee, nee. Nee, nee. Okay. Nee, nee. Nee, nee. Halt, warte mal, da ist ein Kreuz. Warte mal. Ist der oben oder ist der nicht oben? Warte mal. Ah, das ist. Das ist hier die Frage. Oder ist er. Nein, das ist. Nee, das ist er nicht. Guck's. Wie viele Kristalle hast du in deinem Besitz? Ich? Ach, das ist nicht der Rede wert. Eine Handvoll und das war's auch schon. Woanders wird das Zeug eben dringender gebraucht. Dann macht es dir ja sicher nichts aus, ein paar davon abzugeben. Hm. Eigentlich nicht. Hier. Nee, Messer werfen wollen wir jetzt nicht. So, warte mal. Ach. Nee, nee. Nee, nee. Das dachte ich mir schon. So. Mal hier jetzt hoch. Hier ging's, nee, hier ging's auch nicht weiter, ne? Nee, nee. Oh, nee, nee. Mal, er ist wieder unterwegs. Er ist wieder unterwegs. Hier vielleicht lang? Ne, da ist eine Gassacke. Nee, nee. Nee, nee. Ist das immer noch Cox hier? Ja, das ist Cox. Er hier? Nee, nee. Nee, nee. So, hier ging das auch nicht weiter. Hier vielleicht lang? Mal hier lacht doch irgendwas. Meißel. Nimm mich doch mit. So, hier lang. Oben im Haus. Ist der denn vielleicht doch oben im Haus oder was? Hm. Kann man hier von hinten hoch? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Doch, da war die Treppe. Aber die Leute. Ach, die geht außen rum. Da kommen wir wahrscheinlich wieder zum Haupteingang. Zum Magierlager. Also flitzen wir nochmal eben am Kreis.
Spielzeug sollten wir hier ja keins mehr antreffen. Außer kleinen Gürteltierchen hier. Haben wir das Haus? Bist du doch hier? Oben ist das ja. Wahrscheinlich. So. Das war jetzt die Mine, genau. Die erste Mine. Wenn wir jetzt hier rauswandern, dann müssten wir doch hier irgendwo zu dem Häuschen hinkommen hier, ne? Glaube ich. Geh jetzt hoch. Ich hoffe auch, dass der da drin ist. Boah, ist ja klasse. Wow. Ach Mann. Wo war das? War das jetzt hier lang und die nächste hoch oder? Aber vorhin sind wir wieder runtergelaufen, ne? So, hier ist das Haus. So. Nehmen wir erstmal die Truhe mit. Ah, da ist ja klasse. So, jetzt. Nehmen wir natürlich alles mit. Na klar. Oh, warte mal kurz. So. Ist das jetzt hier im Haus? Hä? Astral. Aha, okay. Der Blick des Goldes. Inling brauchen wir uns noch nicht. Gut, okay. Gehen wir wieder zurück. Du Magnus. So, Kacknuss. Und mal schauen, was er uns dann als nächste Aufgabe gibt. Weil wir wollen ja aufsteigen hier. Wir wollen ja nicht nur Kadett bleiben. Wir wollen ja hier wie eure besten Pferde verlassen jetzt den deine Lieblingspferde verlassen den Stall. Wie werden die verkauft oder so oder wie? Am 8.8. Ja, das ist ja doof. So, ich habe dein Prisma gefunden. Ich habe dein Prisma gefunden. Gut gemacht. Gib es mir. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Anscheinend ist es nicht mehr Ehre genug, für die Magier arbeiten zu dürfen. Na gut, was möchtest du denn haben? Wie wäre es mit dem Prisma? Hab mir fast gedacht, dass du das sagst. Wenn ich es mir recht überlege, brauche ich es nicht mehr wirklich. Ausnahmsweise behalte es. Aber glaube nicht, dass ich immer so einfach zu überreden bin. Ah, die sind verkauft und ziehen nach Wuppertal. Ach, du liebes bisschen. Oh. Das schmerzt, ne? Könnt mir vorstellen. Wie wär's mit einem kleinen Kampftraining? Du willst gegen mich kämpfen? Ich könnte ein bisschen Übung gebrauchen. Übung? Eigentlich habe ich keine Zeit für sowas. Aber gut, bevor ich einroste wie eine alte Bärenfalle, sag mir, wenn du bereit bist für einen guten Kampf. Ja, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Und es wird nicht gekniffen, Soldat, dass das klar ist. Zeig's ihm! Na los doch! Ey, du Scheiß, du zauberst!
schon! Hey, Alter! Warum schlägst du nicht? Mach ich doch! Ey, das ist fies! Der cheatet! Oh. So, jetzt hast du's. Hast du Salat? Hat die platt gemacht. Ah, danke, Bonesy. Gratuliere. Du hast gerade den besten Kämpfer des Lagers besiegt. Alle Achtung, Soldat. Aus dir wird noch ein großer Anführer. Ach ja, ich bin bereit zu... bekomme ich jetzt einen Orden oder sowas? Bekomme ich jetzt sowas wie einen Orden? Du bekommst einen Orden, wenn du ein Jahr lang ein Lager wie dieses hier leiten kannst. Aber zugegeben, du bist ein guter Kämpfer. Hier, nimm dies stattdessen. Das soll dir bei deinen weiteren Taten helfen. Nur gut, dass du auf unserer Seite kämpfst. Weiter so, Soldat. No. Bin ich bereit, zum Wächter befördert zu werden? Unbedingt. Lass mich überlegen. Du hast mich im Kampf besiegt. Das zeugt von deiner Kraft. Ich habe gehört, dass du einen Schattenlord getötet hast. Sehr beeindruckend, aber das alleine wird nicht reichen. Du hast noch nicht genug für unsere Gemeinschaft getan, um befördert zu werden. Natürlich. Mach dich weiterhin nützlich im Lager. Dann klappt es vielleicht eines Tages. Das ist ja klasse. Vielleicht hat er ja noch einen Job für uns. Warte mal, halt! Bring mir was bei, bla bla. Hä? Keine Aufträge mehr? Gut, warte mal, dann müssen wir mal gucken. Logbuch. Der Feinschmecker. Da helfen ein paar Schläge. Okay, werden wir das mal auf die Karte setzen hier. Wo ist denn der? Mal gucken. In der Höhle. Ach, da ist ja toll. Welche Höhle soll das sein? Okay, dann gucken wir mal nach. Blitzen wir mal in die Höhle. Ich weiß bloß noch nicht in welche. Ob es die vordere war, jetzt oder die hintere. Aber Schläge, wir wollen ja keinen schlagen. Das ist ja doof. Das machen wir nicht. Und Gnome erst recht nicht. Die sind so süße Gnome, die hau ich doch nicht. So was machen wir nicht. So, und wir müssen, glaube ich, hier oben lang. Schauen wir mal. So, hier. Okay. Truthahn. Hallo, Truthahn. Nee. So, dann gucken wir mal, wo der ist. Ich bin gespannt. Was überhaupt hier oben ist? Fares? Muss Balken abklopfen. Ja, dann klopft den Balken ab. Nee. Ach, er hier schon wieder. Dafür bin ich nicht gut Mist. Bring mir etwas bei. Wenn du Gold hast, Einschüchtern lernen. Bring mir bei, wie ich Das Geheimnis ist Autorität. So einen Ruf musst du dir aufbauen. Such dir die größte Schwachstelle im Charakter deines Gegenübers. Dann hackst du so lange darauf rum, bis er einknickt und nachgibt. Es ist ganz einfach. Ich bin noch nicht gut genug. Okay. Warte mal, hier war doch eine Kiste. Verschlossen. Ah, komm nicht an. Okay, dann stolpern wir mal hier runter. Der muss ja hier irgendwo sein. Ich hoffe, dass das auch die Höhle ist hier. Da unten vielleicht. Warte mal, hier kommen wir nicht runter. Und hier vielleicht. Okay. Mal lang.
Der ist es nicht. Hä? Hier dürfte doch gar keiner mehr drin sein. Ist auch nicht. Das ist die falsche Höhle. Oh Mann, ey. Pack die Wand an. Oder? Das ist die, echt die falsche Höhle. Ach, doof ist das. Wir wieder rauseiern hier. Mal. Lass uns mal in die Richtung mal schauen. Vielleicht ist da ja. Ne, hier ist nichts. Kefkir wird so schnell niemanden mehr beklauen. Homiklopper Kefkir? Sagen wir einfach, er hat seine Lektion gelernt. Miss Miller! Dann Vega keine Angst mehr, dass Kefkir stiehlt Glitzersteine. Puh, immer Hacker, Hacker. Ja, immer Hacker, Hacker. Nee, nee. Nee, nee. Oh, hier können wir noch Kristalle ernten. Oh, guck mal, hier ist noch ein Blümchen, ein Fingerblatt. Und hier haben wir noch nicht geklopft. Klopfen wir mal gegen. Klopf, klopf. So, 8 Kristalle erhalten. 8 magische Kristalle. Ich fürchte, wir müssen doch in die andere Höhle rüber. Wo war denn jetzt hier der Ausgang? Ich glaube hier oben, ne? Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Oh, habe ich jetzt den Ausgang verpasst oder wie? Tatsache. Ach, Mist. Okay. So, können wir hier auch lang? Okay, na schauen wir mal. Hey, cool. Das freut mich ja. Bestell mal ganz liebe Grüße vom Gunfrog. So, hier müsste jetzt die zweite Mine sein. Ich hoffe, dass der jetzt auch da drin ist. Das sind alles die Nene hier. Wer ist das? Ach, Cox schon wieder hier. Klappern wir erstmal hier unten alles ab. Gehen wir mal runter. So, hier kommen wir. Ja, na, ist ja ganz klar. So, hier ist er nicht. Ach Menno, wo ist der Gnom? Ist er hier oben? Oh. Ist er das hier? Nee, 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 nee. Das gibt's doch ja nicht. Wasserfass, da trinken wir mal schnell was. Genug Schlürf.
Okay. Da kommen wir auch nicht weiter. Wo soll denn das sein? Wo soll das sein? So, ich guck nochmal auf der Map. Ach du liebes bisschen. Das ist ja da hinten. Hä? Wie jetzt? Dörfer. Baris. Nur auf die Kleinen. Da ist der. Da sind wir doch hier falsch. Müssen wir doch wieder da oben in die Höhle oder was? Aber da war er doch auch nicht. Oder warte mal, ich habe eine Idee. Das ist jetzt die 3. Gut, ich bleib hier. Vielleicht doch hier lang. Ich kann mich erinnern, hier war ja noch eine Höhle. Ja, große Klasse. Wow. Nee, ach das. Ach, scheiße. Aber wir waren doch vorhin in der anderen Höhle drinne, da war doch der auch nicht. Yippie! Na gut, dann flitzen wir hier eben hier wieder raus. Und schauen mal. Nochmal in die andere Höhle rein. Komisch. '95 Kanäle. Wow, Respekt. Ja, da hätte ich auch keinen Überblick mehr. Habe ich ja so schon nicht mehr. So. Müssen wir hier wieder hochpoltern? War das hier? Nee, das war hier, ne? Hier lang. Ach, Mann. Ach, Quatsch, hier war ja das Haus. Entschuldigung. Oh, Mann, jetzt geht das wieder los. Warte mal, ich muss nochmal in die Map rein. Das ist jetzt hier oben oder ist es hier hinten? Hier hinten komme ich doch gar nicht hin. Da ist ja gar keine Höhle. Na, schauen wir mal. Wir gehen noch mal hier rein. Hier ist aber auch weiter nichts. Hier hinten komme ich nicht lang. Halt, da war was. Golderz. Noch mehr davon? Natürlich. Nehmen wir alles mit. Alles nehmen wir mit. So, hier in dem Berg muss der sein. Aber wir waren doch hier schon, Mensch.
geht so nicht weiter. Ruhe ist leer. Verflixte Axt. Ist es, hier ist kein Höhlenengel, nee. Na gut, dann flitzen wir halt eben nochmal runter. So, da unten irgendwo. Oder auch nicht da unten, vielleicht auch oben. Ich habe keinen Plan. Da geht's wieder raus. Von da oben sind wir gekommen. Wir waren doch hier schon drinne. Hier waren die ollen Riesenspinnen drin. So, gucken wir mal. Warte. Wieso kurz davor? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Muss doch hier irgendwo sein. Irgendwo hoch oder runter? Nee. Hier kommst du auch nirgends lang. Hier auch nicht. Ich bin verwirrt. Wie komme ich denn da jetzt hin zu dem? Ach, Scheißendreck. Bestie. Ja, jetzt ist guter Rat teuer, wa? Mal vielleicht doch von hier, warte mal, ich würde mal zurückgehen. Und mal in die Richtung flitzen. Vielleicht kriegen wir den von hinten hier irgendwo. Ich weiß nicht. Naja, hört sich auch falsch an. Weißt du, wenn ich jetzt hier hinten lang donner. Und der ist ja hier irgendwo in diesem Kackberg. Die Truhe haben wir auch schon leer gemacht hier. Muss ich da irgendwie hochfliegen oder was? Hoch. Hier in dem Berg sitzt er irgendwie, aber drin oder draußen, ich habe keine Ahnung. Mal schauen, nehmen wir mal noch ein paar Bären mit hier. Da rennt noch so ein Sandfurz rum und eine Riesenkrabbe. Oh, mehrere Sandfurze hier. Und ein, oh, hier unten Eber. Los, schnitzen ein Paket auf. Noch ein Eber. Das ging schnell. Oh, Entschuldigung. Oh, Mann. Rohes Fleisch erhalten. Okay, machen wir den hier noch platt. Warte mal, erstmal will ich die olle Pflanze hier noch holen. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Ah.
So, das war's. So, und da hinten hängt noch ein Sandfurz rum, den holen wir uns auch noch. Hey, lass mir auch noch was übrig. Klar, bohren Sie immer. Gut, so, zack. Immer looten? Nee. So, hier irgendwo, da irgendwo. Aber wie soll ich da hinkommen? Wie komme ich da rein? Ich habe keine Ahnung. Oh ja, wenn alle gleichzeitig streamen, da gibt's ein Problem, ne? Jetzt schlage ich einen Schädel ein. Kommst du denn her, Alter? Erledigt. So. Ab ins Wasser. Gut. Aber trotzdem, wie komme ich da hin? Ich habe keinen blassen Schimmer, Freunde. Keinen blassen Schimmer. Vielleicht mal hier ins Wasser hüpfen. Mal hier hinten rumschwimmen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo, weiß ich nicht, einen Eingang oder irgendwas. Ich habe keinen blassen, Alter. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nicht. Hier ist ein Wrack. Komm, auch mal den erstmal platt hier. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Bonsi, ich finde das schön, dass du da hinten Bahn gehst. Da hinten steht noch so ein Enterich, den wollte ich mir auch noch mitnehmen hier. Leute, hier ist ein Schatz. Ich krieg meine Waffe was zu tun. So, das war's. So, Muschel nehmen wir mit. Die macht uns wieder fit. So, und einmal buddeln bitte. So, gucken. Aha, lauter Geldbörsen. Na, aber. Gucken wir mal ganz schnell rein. Und was ich noch sagen wollte. Heute Abend gibt es wahrscheinlich noch einen Stream mit DDR4 Gaming zusammen. Und zwar heißt das Spiel, wie heißt das Spiel nochmal? Dead by Daylight. Ja, da werden wir heute noch eine kleine Gruselstunde einlegen. Ich hoffe, das klappt doch mit den Jungs heute. Und das wäre schön, wenn ihr mit reinschaut.
So, aber erst gucken wir mal Bobas Geldbeutel. 44 Geld erhalten. Gold. Geralds Geldbeutel. 74. 304. Wow. 3 Gold. Naja, immerhin. 68, 134 und der hatte noch mal 15 Goldstücke. So, wir haben jetzt momentan an Kohle, warte mal, an Kohle haben wir jetzt 3700. Gold wäre 10. Fingerknochen, ach okay. Das haben wir schon. So, gucken wir mal hier schnell rein. Warte mal. Ah, wie viel haben wir? 3000. Ah, da können wir ja nichts machen. Okay. Judy. Tja, ich habe keinen Plan, wie wir da hinkommen. Aber hier ist ja noch ein gestrandetes Schiff. Schauen wir uns diesmal an. Warte mal. Aber erst machen wir den Titania. Oder den Golem hier. Ein Vieh weniger. Komm her, du. Aua. Ey, jetzt habe ich aber ganz schön aufs Maul gekriegt hier. Danke, Bonesy. Oh, 400 Ruben, Leute. Da müsste doch eigentlich... Der müsste doch was für mich haben. Wieso hat er nichts? Ich will was. Nein. Nein, Bonesy. Komm. Der hat nichts. Wie doof ist das denn? Da ist noch ein Vieh, ich hab's gehört. Gut, die war einfach zu öffnen. Nur von hier aus kommen wir auch nicht hoch. Dann lass uns erstmal den hier kaputt machen. Komm, warte mal, ich muss doch schnell was essen. Wo ist er denn? Da oben irgendwo? Ach, hier so ein... Ja, ist klar. So, jetzt hat er verkackt. So, Gunfrog hat wieder eine Zunge für euch. Zunge zu vergeben und hier ist der nächste Schatz. Na klasse! Ich bin begeistert. So, heben wir mal. Gucken wir mal, meine ich. 120 Gold, Pokal, eine Krone und Bauplan für dicker, was? Dicker kleiner Klunker. Ah, okay. Mhm. Golderz 40. Diamant haben wir noch nicht. Diamant haben wir noch nicht. Okay, gut. Schauen wir mal nochmal hier oben lang. Hier ist noch ein Goldklee. Und das war's dann auch schon wieder hier. Gucken wir da hinten mal rüber.
Sind wir hier? Ah, guck mal, ein Teleportstein. Na super. Das ist ja schön. Ich weiß gar nicht, kann der tauchen irgendwie? Aber ich spring mal hier rein. Yippie! Klatsch! Komm, Bonsi! Bonsi! Jetzt sag nicht, der ist wieder weg. Sag nicht, der kann nicht ins Wasser hüpfen. Doch, er kann. So, können wir hier irgendwo? Ist hier irgendwas? Nee. Nee, hier ist nichts. Schade. Ich habe echt keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Kannst du ja auch nirgendwo hochspringen? Ich glaube auch nicht, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Gibt's da irgendwas? Nee. Mal hier da gucken, mal hier, mal. Nee, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ja, Freunde, ich habe echt keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Keine Ahnung. Ja, hier, da. Irgendwo da hinten. Ich weiß nicht, ob ich da hinfliegen muss oder so. Ich. Keine Ahnung. Hä? Was ist das? Oh, ein Easter Egg, guck mal. Da. Das ist ja cool. Komm ich da hin? Wie nice. Ich hätte noch gar nicht gesehen hier. Oh, hier haben wir ein ganzes Blümchen stehen lassen. Nanü, nanü, nanü. Trotzdem kommen wir hier nicht hoch. Nee, kommen wir nicht hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich guck noch mal hier. Das ist da hinten. Ich weiß es nicht. Okay, gut. Jo, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Und ich muss mal ganz schnell was gucken. Warte mal. Oh, ganz kurz mal fragen, wo wir nachher anfangen wollen. Ob es überhaupt was wird. Ja. Okay. Also wir waren. Weiß es nicht.
habe keine Ahnung. Falls jemand von euch weiß, wie ich da hinkomme, dann schreibt es mir doch bitte unten rein. Ich würde mich tierisch freuen, weil ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Cut. Und ich hoffe, dass das nachher noch klappt hier mit, wir haben es ja jetzt 7:30. Ich nehme mal an, so zwischen 8 und 8:30. Wenn es, wenn es denn überhaupt was wird. Oh, muss ich mal sehen. Schauen wir mal. Jo, gut. Machen wir erstmal Schluss für jetzt, für gleich. Ja, genau. Und ja, herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es heißt Risen 3, ETS 2, whatever. Und bis dahin sage ich erstmal ganz lieb. Ciao und fühlt euch alle gedrückt vom Gunfrog. Bis dann. Ciao, ciao.